Ja, der Busbetriebssimulator. Ich greife es immer mal wieder gerne auf, weil es ist halt ein aktuelles Thema. Ist auch wieder der Vorwurf, Clickbait, nur weil er eigentlich das Video so gut ankam, muss jetzt da 10 Videos drüber machen. Nein, muss ich nicht. Das Klicks bringt es mir doch egal. Das, ich meine, was bringt mir das? Schied was drauf. Ich monetarisiere meine Videos nicht, also bringt mir das auch keinen Cent mehr. Wenn ich da jetzt 1000 anstatt 100 Views drauf habe. Mir doch egal. Auf jeden Fall. Der tolle Busbetriebssimulator ist ja jetzt seit Donnerstag für einen Preis von 25 ganzen Euros tatsächlich bei Steam erhältlich. Für 20 Euro habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht genau, ob die Information stimmt, soll am 6.7. glaube ich oder irgendwann auf jeden Fall noch eine Box-Version kommen. Schon interessant, dass eine Box-Version billiger ist als eine Download-Version, aber okay. Trotz, dass ich aufgrund dieser Hülle schon mehr geliefert bekomme, sozusagen. Aber ey. Kann ja eigentlich nicht rentabel sein. Komm, machen wir mal raus hier. Stört nur. Auf jeden Fall. Habe ich mir jetzt mal erste Videos angeguckt. Ich habe leider nichts direkt gefunden aus für Multiplayer, deswegen kann ich da jetzt nur also zum heutigen Zeitpunkt etwa nichts direktes gefunden zum Thema Multiplayer, dass da irgendjemand den Multiplayer gezeigt hat. Und in irgendwelche Streams hatte ich jetzt auch keinen Bock reinzuschauen. Daher kann ich jetzt was den Multiplayer direkt angeht, hauptsächlich auf die Preview-Videos beziehen. Und zwar, wir fangen einfach mal mit dem Overlay an sich an. Also das Overlay hat erstens so schon mal so von der Größe der Tasten her, kannst du das theoretisch genau auch noch auf dem iPhone bedienen. So groß sind die Tasten und auch das Overlay an sich sieht meiner Meinung nach nicht so schön aus. Die Hintergrundmusik tut leider ihr Übriges, also die ist, naja, gut. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Dann kann man ja in dem Teil seine OMSI-Einstellung einstellen. Finde ich ja zu geil, dass du zum Beispiel deinen Sound einstellen kannst. Und deine Grafik. Das ist das, was ich bemängel daran. Die anderen beiden waren ganz okay. Also das eine war, ach Gott, was war denn das eine? Das eine war Fahrscheinverkauf. Und das andere war Verkehrsdichte. Ist ja noch ganz okay, aber ich verstehe ja nicht, was man mit Grafik und mit Dings meint. Ja, mit. Hier, wie heißt denn das? Das andere Sound. Und zwar, es ist nichts dazu erklärt. Es heißt einfach nur Grafik. Das andere heißt Sound. Und dann beim Sound kannst du. Sound und Grafik kannst du halt hoch mit. Mittel oder sowas einstellen. Und bei Grafik vor allem irgendwie super, super hohe Ultra oder sowas einstellen kannst. Wo ich mir. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist ja, was bewirkt das? Weil ich meine, weil ich die Grafik zum Beispiel. Weil was ist der Unterschied zwischen niedrig und hoch? Man kriegt ja bei normal so bei. Bei OMSI kann man ja an Grafik nicht direkt was oder nicht direkt viel verändern.
Da kann man ja zum Beispiel bei vielen Spielen, ich nehme jetzt mal The Forest als Beispiel, kann man ja Texturqualität, Wasserqualität, Objektsichtbarkeit, man kann LOD-Stufen, man kann Shader, glaube ich, auch einstellen, weiß ich nicht genau. Anti-Aliasing. Texturenauflösung hatte ich, glaube ich, schon oder sowas in die Art. In der Art, Objektmenge quasi. Oder Objektmenge halt. Zum Beispiel Gras oder sowas. Objektdichte. Szeneriedichte heißt das Ganze. Sowas einstellen. Das kann man ja bei OMSI zumindest zum Großteil nicht, weil OMSI hat halt nicht groß veränderbare Grafik. Man kann so ein bisschen mit Texturen rumspielen, aber das war's so im Groben, sowas wie Sonneneffekt oder sowas nur anschalten. Und das wird da ja alles nicht erklärt. Es wird ja nicht erklärt, was man denn da an- und ausschaltet und hinzufügt und verbessert und höher dreht und genauso beim Sound. Keine Ahnung, also da kannst du ja zum Beispiel Stereo-Effekt und Anzahl Sounds und sowas einstellen und Hall-Effekt gedöns. Was macht das davon? Weiß auch keiner. Aber hey. Dann, was gibt es? Denk immer mal weiter. Das habe ich jetzt beim Felix Spielt, heißt der. Es war vorher mal Jewel Piece 72, wer den noch kennt. Ich kenne den zum Beispiel noch. Den, ein sehr netter junger Mann. Auf jeden Fall hat der halt auch ein Video davon gemacht. Und ich fand es ja etwas beklemmend, beschämend, dass er in dem, das ist so ein bisschen, also nicht jetzt auf seine Person bezogen oder wie er das gemacht hat, sondern auf den Simulator. Du kannst ja quasi im Singleplayer einstellen, es müsste schon damals im AOD, halt wie bei AOD, kannst du halt quasi deine Fahrt vorplanen, dass du sagst, hier der und der Bus auf der und der Map mit dem und dem Repaint. Und dann noch der und der Kurs, so. Und was ich gesehen habe, ist, du hast zum Beispiel über das Wetter keinerlei Einstellmöglichkeiten. Im OMSI-Menü wird es dir ausgegraut. Und im Betriebssimulator kannst du da auch nichts einstellen. Also das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, den ich daran bemängel. Generell, was Busbetriebssimulator beispielsweise oder auch den AOD angeht oder schon anging. Und was ich da immer gerne bemängel ist, oder das ist allerdings so ein persönlicher Punkt, das hängt vom Faktor Mensch quasi ab. Also da ist sicherlich jeder anders. Dass es zum Beispiel für mich so ist, dass ich hier eine gewisse Freiheit habe, so wie ich das möchte. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade voll drauf und dran mit dem C2Ü. Ich mag den irgendwie ganz gerne. Keine Ahnung warum. Ich fahre den jetzt gerade irgendwie gar nicht mal so ungerne. Und zum Beispiel, wenn dann Bremen rauskommt, denke ich mal, wird viel Line City gefahren. Aber sicherlich kommt dann auch irgendwann wieder die Phase, dass ich dann zum Beispiel mal gern Citaro fahre. Und da ist dann halt die Sache, dass ich halt mal gerne auf der und der Map fahre oder auf der und der Map und das gerne immer variiere, zum Beispiel für Livestreams. Und da kann ich dann halt, wenn ich, klar, ich kann mal nicht mit dem Programm spielen, aber in dem Programm quasi selber muss ich mir das ja erwirtschaften. Und OMSI ist ja von Anfang an eigentlich kein Wirtschaftssimulator. So, du hast deine Freiheit. Du kannst alles machen,
alles selber einstellen und so, wie du möchtest. Selber auswählen, sagen, heute ist mal Zitaro-Tag und sagen, ja, heute fahren wir mal Städtedreieck Zitaro 66 und sagst den nächsten Tag oder nach der Fahrt, ja, danach hätte ich gerne Line City auf Kumenab I51 und danach möchte ich vielleicht doch nochmal eine Runde SD fahren auf Spandau oder so. Das musst du ja vom Prinzip her dort erstmal erwirtschaften. Gut. Ja. Ne? Aber das hängt so vom Faktor Mensch ab. Da ist sicherlich jeder anders. Da kann ich jetzt in dem Fall nur einfach nur meine eigene Meinung zu kundtun. Meine eigene Sichtweise. Dann kommen wir, ja, zu dem, was du quasi machen kannst. Also du kannst ja quasi erwirtschaften und Fahrzeuge kaufen. Ja, also ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Oder wer diese für die einzelnen Busse das so eingeplant hat oder so. Aber beispielsweise ein Facelift hat ganz bestimmt nicht Baujahr 1997. Und ich bezweifle sehr stark, dass du im heutigen Jahr ein Facelift für 5000 Euro hinterhergeschmissen bekommst. Also 5000 Euro, das zahlst du, glaube ich, mitunter auch noch für ein, oder ist, glaube ich, so 2000, 5000, so der Preis für ein Citaro, einen normalen gebrauchten. Vor allem sind die dann da auch mit Kilometerständen von 100 Kilometer oder sowas, was dann da auch teilweise GN2s und sonstige Busse haben. Ja, da würde ich, naja, gut. Das ist dann auch sowas, das nimmt zwar Zeit in Anspruch, aber das ist Zeit, die man sich nehmen sollte. Und wenn sich Zeit so für sowas nicht die Zeit genommen wird, dann ist das in meinen Augen so, dass man quasi möglichst schnell fertig werden möchte und es möglichst schnell rausbringen möchte. Und da weniger auf das Fertigstellen oder das Fertigstellen fokussiert. Was meiner Meinung nach schade ist. Ja, dann kommen wir zum Multiplayer. Was meiner Meinung nach der größte Witz des Jahrtausends ist. Ohne Spaß, Leute. Das ist... Nee. Also wirklich... Ihr müsst euch vorstellen, ihr bekommt einen... Busbetrieb quasi. Ein Busbetriebshof. Der allerdings nicht normal dimensioniert ist, sondern gefühlt überdimensioniert. Also ihr habt irgendwie 10 Hallen oder was, wo dann 20 Busse parken könnt. Keine Ahnung, Platz für gefühlt 200 Busse oder sowas. Also ich glaube, die Östra in Hannover, die hat 250 Busse, glaube ich, oder sowas, auf zwei Betriebshöfe verteilt. Also so in etwa zwei, wobei 250 Busse auch schon wieder viel ist. Also ich weiß nicht genau, wie viel die Östra hat. Aber so etwa in dem Spektrum. So. In der Größenordnung. Und das finde ich dann doch schon. Klar, man soll einen Betrieb aufmachen, aber. Ja, da geht es ja erstmal nicht um einen Hauptbetrieb, sondern eher um einen kleineren Subbetrieb, denke ich mal. Und dass man da im Multiplayer direkt einfach so einen Betriebshof hat, so, es wäre ja sinnvoll gewesen, wenn man zum Beispiel nur mit einer Halle anfängt und sich dann immer mehr Hallen dazu kaufen kann quasi. Aber man hat hier halt in dem Fall direkt 10 Hallen oder was das waren jetzt. Und so nach dem Motto, ja, ste, stell mal voll, ne? Boah. Dann. Oh, bei mir fahren noch ein Stückchen vor. Dann. Was ich ja überhaupt nicht verstanden habe.
Vielleicht können mir da auch die Zuschauer noch irgendwie groß auf die Sprünge helfen. Ist der eigentliche Sinn des Multiplayers? Weil, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kannst du rumlaufen quasi. Ah, das war jetzt auch scheiße gefahren. Du kannst auf diesem Betriebshof rumlaufen mit anderen Leuten. Du kannst chatten. Und du kannst dir mit anderen Leuten deine Busse angucken. Du kannst dir dann da auf den PCs, die da überall rumstehen, kannst da deinen Betrieb verwalten. So. That it was. Du kannst quasi in diese Hallen reinlaufen und kannst dir deine Fahrzeuge angucken, sofern sie denn, sofern die das Busmodell haben. Das haben sie halt nur von Payware-Bussen. Weil die ja bei Aerosoft unter, ich glaube, das ist von Aerosoft gepublished. Ach Gott, ich fahre mir gerade einen Scheiß zusammen, egal. Und da Aerosoft auch den Großteil aller Omsi-Addons published oder gepublished hat, haben die, denke ich mal, auch irgendwie den Kontakt herstellen können zu den Bus-Erstellern. Sind wir da eigentlich ein Addon-Ersteller? Und daher dann auch eben diese Models freigeschaltet. Ja, gut. Spiegelbild ist auch super. Naja. So. Ja, gut. Geht besser. Egal. Und ja, sonst kannst du da halt wie gesagt rumlaufen. Mit anderen Leuten. Toll. Und deine Busse angucken. Du kannst nicht in die Busse reingehen. Nein, du kannst sie nur angucken. Das war's. Du kannst mit diesen Bussen nichts anfangen. Toll, super. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in der Release-Version behoben ist, aber in den Preview-Videos dazu, ja, gut, das sah so aus, also es hat geleckt wie Scheiße, ja, wirklich wie Scheiße, muss man ernsthaft sagen. Schatten haben hinterhergehangen und... Oh, nee, hör mir auf. Da wurde einem richtig übel bei, also wirklich. Ich weiß nicht, ob das in der fertigen Version behoben wurde. Wenn nicht, ist es traurig, wenn schon... Dann habe ich nichts gesagt, was das angeht. Naja, gut. Meine Meinung... Unnötig, ich brauche es nicht. Für meine Person... Zudem der Preis auch, selbst für Personen, die sowas vielleicht erwünschen, ist der Preis meiner Meinung nach immer noch zu hoch. Dieses Omni-Navi, was du quasi noch mit dazu bekommst, das ist, ja, viel eher Beiwerk, darauf ist jetzt nicht groß Aufmerksamkeit. Ja. Aber trotzdem, für den Preis ist es, ist meiner Meinung nach für den Preis nicht... Weil der Preis ist nicht gerechtfertigt. Also von 25 Euro ist... Nee. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Und ja, bis dahin sage ich tschüss. Und bis zum nächsten Mal oder zu Livestreams. Je nachdem. Ciao.